Durch den Einsatz von Kleinbehältern wird das Gut vor Transportschäden geschützt. Ferner werden Verpackungen und Ladearbeiten gespart. Kleinbehälter werden wie Stückgut bezettelt und zusätzlich verplombt. Zur Einsparung von Transportraum bei der Leerbeförderung von Behältern durch Eisenbahn und Kraftverkehr wurde der zusammenlegbare Kleinbehälter entwickelt. Auch dieser stapelfähige Kleinbehälter gliedert sich sinnvoll in das Palettensystem ein. Viele Empfangsbetriebe besitzen keine Rampen zum Übersetzen von Kleinbehältern vom und zum Lastkraftwagen. Aus diesem Grunde ist dieser Lastkraftwagen mit einer Kranvorrichtung versehen worden. Als Übergangslösung wird hier eine Spillanlage zum Absetzen des Kleinbehälters verwandt.
Größere Transporteinheiten werden im Haus-Haus-Verkehr in Großbehältern befördert. Auf der Straße werden Großbehälter durch Spezialfahrzeuge des Kraftverkehrs transportiert, auf der Schiene durch Behältertragwagen der Deutschen Reichsbahn. Die Großbehälter werden mühelos mittels einer hydraulischen Einrichtung des Straßenfahrzeuges übergesetzt. Künftig werden nur Hubbehälter verwendet, die mittels Kran umgeschlagen werden und keine Spezialfahrzeuge benötigen. Hier der Umschlag eines sowjetischen Behälters. Besondere Gutarten werden in Spezialbehältern befördert. Hier Kübelbehälter eines Chemiebetriebes. Güterwagen für Empfänger ohne Gleisanschluss können durch Straßenroller zugeführt werden. Hier das Aufsetzen des Güterwagens auf den Straßenroller. Der Güterwagen wird auf dem Straßenroller festgelegt. Thank you.
Die Wagen werden auf besonderen Absetzgleisen abgestellt und von diesen auch wieder aufgenommen. Transportgegenstände mit übergroßem Ausmaß und Gewicht, die sich nicht zur Beförderung auf Güterwagen eignen, können ebenfalls durch Straßenroller transportiert werden. Eine Besonderheit stellt die Zuführung eines Güterwagens mittels Fähre zu einem am Wasser gelegenen Großbetrieb ohne Anschlussgleis dar. Die Mechanisierung der Be- und Entladung der Güterwagen ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Transportrationalisierung im Wagenladungsverkehr. Es gilt, die manuellen Ladearbeiten zu beseitigen. Dies wird durch Entladeeinrichtungen an den Güterwagen selbst oder durch den Einsatz mechanischer Be- und Entladegeräte erreicht. Für die Selbstentladung auf Kippanlagen sind viele Güterwagen mit aufklappbaren Stirnwänden versehen. Hier wird Kali in den Bunker gekippt. Vom Bunker wird das Kali unmittelbar an die Beladestelle der Dampfer transportiert. Hier eine Kippanlage für Kohle in einem Gaswerk. Förderbänder übernehmen alle weiteren Transportarbeiten bis zur Verbrauchsstelle der Kohle. Hier die Entladung von Wagen durch Seitenentladung. Für den Umschlag von Massengut auf Straßenfahrzeuge eignen sich besonders Kübelkippwagen. Die Kübel werden einzeln hydraulisch gehoben und in die jeweils erforderliche Kippstellung gebracht. Und hier die Entladung eines Wagens durch Bodenentleerung. Zur vielseitigen Verwendung von Güterwagen mit mechanischen Einrichtungen für die Be- und Entladung werden Mehrzweckgüterwagen entwickelt. Hier ein Wagen mit Faltdach für die Kranverladung nässeempfindlicher Schwergüter, der zugleich mit Bodenklappen für die Entladung von Schüttgut ausgerüstet ist.
Die großen Bauvorhaben in der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik führten zum Einsatz von Zementtransportwagen, die in Verbindung mit Speziallastkraftwagen die Zementbeförderung vom Silo bis zur Baustelle ermöglichen. Der Zement wird mittels Druckrohr aus den Behältern in den Silo gedrückt. Auf gleiche Weise werden die Speziallastkraftwagen vom Silo aus beladen. Hier die Entladung auf der Baustelle.